Hallihallo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu God of War und wir befinden uns hier in den verbotenen Sanden, also nicht in den verbotenen Landen, sondern bei den verbotenen Sanden. Und ich würde gern da hoch irgendwie. Denn, oh, hier oben, oh Gott, ist Action pur. Boah, ja, nee, nicht ist in Ordnung. Alter! Nee, ging nicht. Ich hatte zu wenig Energie, aber es war notwendig. Jetzt wissen wir wenigstens, was uns hier oben erwartet. Geht also direkt ab dort. So, na dann. Haben wir wieder ein bisschen Gesundheit jetzt hier? Also letzte Folge schauen, Freunde. Immer erst einen nach dem anderen. Freya kämpft dort, okay. Den Lichtball lasst doch mal, ne? Hier im Land der Alben. Wie auch immer die hierher gekommen sind. Danke, Freya. So. Okay, willkommen zurück zu God of War Ragnarök, wie gesagt. Wann geht das hier ab? Weiß gar nicht, ob wir mit unserem Level schon hier sein dürfen. So, Schatzkarte komplett, nicht komplex, sondern komplett. Vergessener Turm erledigt. Lichtalbenbauart. Sie ist gewaltig. Amulettzauber, Alfheims Tugend. Erstmal kick mal das Ding herunter. So, damit wir nachher dann runter und wieder hochkommen. Und dann gehen wir hier jetzt mal rein. Mehr gibt's hier nicht, ne? Nein. Also, ab dafür. Verschlossen. Man braucht zwei Schlüssel dafür. Was wohl hinter dieser Tür ist? Die Schönheit einer verschlossenen Tür. Dahinter könnte alles sein. Monster, Schätze. Bei unserem Glück vermutlich beides. Ja, denke ich auch, Mimir. Aber erstmal Gesundheit. Zack. Und Gesundheit ist schon mal sehr, sehr gut. Da. Müssen wir noch eine Quest aktivieren, ne? Noch eine neue. Tier der Weltenriss, da kommen wir dann hin. Ich weiß auch nicht, warum ich laufe. Einfach nur, weil ich es kann. So, und hier ging es ja nicht long, ne? Da hinten ist zwar was, aber wir konnten hier nicht drüber. Wir konnten hier nur Odins Raben besiegen. Ansonsten geht's hier nicht weiter. Das andere Hafkufer muss da drunter sein. Ja, denke ich. Aber wir kommen hier nicht rein. Wir kommen hier nicht rein. Da hinten ist wahrscheinlich der Eingang. Warte. Karte, Ziele. Da können wir es auch auf der Karte machen. So, 86 Meter in diese Richtung hier. So, komm mal her. Also hier muss irgendwo ein Eingang sein. Irgendwo ein kleiner Tunnel. Ich sehe einen Eingang. Ja. Na dann, ab dafür. Dann retten wir mal das Hafgufa. Ich hoffe, Freyr weiß unsere Arbeit hier in der Wüste zu schätzen. Ob er ahnt, wie schlecht es dieser Welt in seiner Abwesenheit ergangen ist? Ja, das Lied der Sande zu hören ist ein seltenes Privileg. Auch wenn es nur ein Solo ist. Oder ein Duett, wenn dieses Hafgufa frei ist. Richtig. Freya? Danke. So, was hat das hier oben mit den Dingern so auf sich gehabt hier? Gar nichts scheinbar. Okay.
eine unkaputtbare Vase. Diese Architektur stammt nicht von Dunkelalm. Eine verlassene alte Siedlung, wie es aussieht. Lang vor der Erschaffung des Lichtbrunnens erbaut. Und noch mehr Stocksubstanz. Dann sind wir wohl auf der richtigen Spur. Das kann sein. So, erstmal hier lang. Können wir nichts aufheben, aber hier können wir nach oben. So, und Hacksilber. Und Truhe. So, komm her. Sehr schön, Steinholz. Dann kicken wir das hier mal. Batzen mal nach unten. Und mehr gibt's hier oben nicht, ne? War jetzt die Truhe das Ziel. Und dann können wir hier runter, genau. So. Und dann ab hier rüber. Oh, hier wird's sehr dunkel. Kommen wir nicht rein? Warum nicht? Kommen wir hier wenigstens nach unten? Nein, also irgendwas muss hier drüben sein. Nee, keine Chance. Wie kommen wir, Jabala, zum Hafgufa? Aha. Diese Alben, ne? Ein Rätsel jagt das andere. Der war ja fies platziert. Guckst dich nach vorne um, ne? Blockiert. Komme ich von hier unten ran? Ja. Müsstest du? Müsstest du. Irgendwie musst du da rankommen, Freya. Diese Art von Stocksubstanz ist geräuschempfindlich. Seltsam. Okay, gut zu wissen. Wir haben wieder mit Stocksubstanz zu tun. War, hielt ich das Fehlen von Alfheims Licht für eine Anomalie. Mir war nicht klar, dass es von Stocksubstanz bedeckt war. Ja, und aha. Für die Dunkelalben ist diese Lichtsäule in der Mitte des Tempels eine Anomalie. Sieh doch mal, wie alt manche dieser Flächen sind. Viel älter als der Lichtbrunnen oder unser gefangenes Hafkufer übrigens. Was für eine einfühlsame Perspektive, Mimir. Tja, wenn man ein paar Winter lang am Hintern eines stämmigen Gottes hängt, ist man für jede neue Perspektive dankbar. Ich will eigentlich dahin. Zur Truhe. Aber. Doch. So, erstmal das. Ja. Zwergenstahl. Dafür hat es sich schon gelohnt. Und jetzt gehen wir hier lang. Ich höre das Hafgufa schon weinen. Oh Gott, ey. Wir müssen das da rausholen. So, okay. Wer geht's long? Der geht's long. Kommen wir hier durch? Scheinbar nicht. Der hier? Oh Gott, nein. Bin ich blind? So, na bitte. Na geht doch. Ich hab nicht nach unten geguckt. Noch ein Scheusal. Links. Was für ein Scheusal? Bruder, das kleine Mist, wie explodiert. Ja. Naja, du musst da auch drauf achten, dass die explodieren. Seite.
Sehr schön. Okay, Freya, ich glaube, du musst dich darum jetzt ganz kurz mal kümmern, weil die haben hier nämlich... So. Das sah jetzt echt so aus, aber so von so einem Lichtalben, ne? Der Hand. Das sah echt so aus, als ob ich das mitnehmen kann. Aber das hier können wir mitnehmen. Da war es nicht ganz umsonst hier. Der Ärger mit dem Dämmerstein. So. Okay, wir haben wieder so eine komische Substanz. Wir haben wieder Dämmersteine, die wir suchen und einsetzen müssen. Und Gegner. Kann ich den takedownen? Wer noch? Wo noch? So, einmal die Beine weggezogen. Einmal eine Eisachse in den Schädel. So, noch einer hier irgendwo. Wo ist noch einer? Da. Ciao. Geschickt ihn recht. Über dir, Vorsicht! So. Okay, da noch. Was ist mit euch hier? So, ich muss noch mal hier hoch. Weil er hat eine Abreibung verdient hier. Letzter Gegner. Wo? Ach, Volltreffer. Letzter Gegner, ganz genau. Lichtalben sieht man nicht oft, oder? Gebiete wechseln in Alfheim auf den Besitzer. Es scheint zumindest so. Pickwear hat erwähnt, dass diese Ruinen für die Lichtalben von historischer Bedeutung sind. Sie sind nur hier, um Eindringlinge fernzuhalten. Naja, sie haben es versucht. Ja, sie haben es versucht. Bei uns nicht ganz so geschafft, ne? Dann lesen wir. Da würde der Leichnam da unten wohl nicht zustimmen. Okay, darunter liegt ein Leichnam. Ich frage mich, ob die arme Seele dies vor ihrem Ende schrieb oder ob es von dem Unhold geschrieben wurde, der dieses herbeiführte. Okay. Die Seele würde wahrscheinlich nicht zustimmen, dass sie es selber geschrieben hat. Das hier können wir noch mitnehmen. Guck mal, ja, zack. Und das hier nehmen wir uns noch mit. Jetzt haben wir irgendwie Gesundheit ohne Ende, ne? Also. So, hier geht's durch einen Spalt und hier kommen wir dann nur noch mal hoch, ne? Genau. Gut. Also zwängen wir uns hier mal durch. Ab zum nächsten Gegner. Die Folge heute ein bisschen länger mache als 20 Minuten, weil ich habe ja ein bisschen was rausgeschnitten. Zwecks diesen komischen Stein. Hier ist wieder einer. Das heißt, irgendwo hier ist wieder ein Dämmerstein. Wahrscheinlich dann dahinter, ne? Sieht so aus. So, wir kommen immer tiefer. Nee, andere Pfeile. Gut erkannt. Danke. Lasst uns weiterziehen.
Okay, jetzt können wir hier nicht weiter. Ich wollte eigentlich nur zurück. Danke, liebes Spiel. Hier irgendwo da. So. Hier oben war das, ne? Genau, da ist der Dämmerstein. Und wir wollten weiter. Immer heiter, immer weiter. Hier sind wir ja gekommen. Aber hier geht's nicht weiter. Ich dachte, wir müssen hier immer weiter nach unten eigentlich. Aber Kratos will hier nicht runterspringen, ne? Okay. Gut. Was auch immer wir dort gelöst haben. Wäre es auch hier drüben stehen geblieben. Lasst uns weiterziehen, hat er gesagt. Oh, das ist wieder so, ne? Hat er hier irgendwas verpasst hier? Aber was? Wir haben irgendwas, haben wir ja immerhin weggemacht, ne? Okay, 100 Meter, 99 Meter in die Richtung hier. Also eigentlich nach unten. Da geht es ja auch nicht lang. Das ist kein Weg da unten. So, müssen wir wahrscheinlich doch ein bisschen zurück hier. So, das hier haben wir auf jeden Fall gelöst. So. Und nach unten ist schon mal gut. Und das hier sind Gegner, ist auch gut. Schau. Von oben. Okay, Kratos EP. Ah, Alben, hallo. Eine schöne Schallwelle, eine Explosion von Freya noch mit reingezwirbelt hier. Der war nicht gut geblockt. Vermehren sich diese Haftluft wieder. Es war überwältigend damals. Der Himmel Alfheims erfüllt. Es war wohl der Mangel an Licht, der diese beiden so ungewöhnlich groß werden ließ. Wozu Babys bekommen, wenn es nichts gibt, was sie nähren kann? Sie wollen ihre Kinder vor einer rauen Welt schützen. Nachvollziehbar. Irgendwie muss man den aber auch rankommen hier. Es ging ja nur von hinten, ne? Nur wenn er dich nicht sieht. Taucht er wieder auf? Schauen, von wo aus wir den treffen können. Jetzt taucht er wieder auf, oder? Ne, vorerst nicht. Vielleicht treffen wir uns von da oben. Ist aber hier eigentlich ein Dämmerstein, ne? Theoretisch ist das ein Dämmerstein, okay.
Aus dem Winkel aber nicht treffbar. Macht nix. So, wo bist du? Nein! Kein Treffer? Ja, wir sind nicht hinter ihm, ne? Da hoch müssen wir. So. Oh, schwerfällig, wie gerade das ist. Okay, ich finde das cool, so nebensmissionstechnisch hier. Dass wir uns hier einen Weg bahnen, ne? Man muss ja nicht stur die Hauptquest spielen, ne? Machen wir ja bei Absturzzock Let's Play sowieso nicht. Wir spielen immer alles. Yesa! Bestes Beispiel war The Last of Us Teil 2, wo wir wirklich in jede Ecke geguckt haben. So, mein Kleiner. Und damit haben wir auch ihn. Und damit haben wir auch gleich die Truhe da oben. Und jetzt können wir weitergehen. Jetzt ist okay. Aber das Hafkufer würde ich halt doch gerne mal befreien, ne? Das ist ja der eigentliche Grund, warum wir hier unten rumklettern. Oh, ich ahne es. War auch lange nicht mehr gemacht hier. Yep. Es sind wieder mehrere. Ich brauche also wieder irgendwo einen Dämmerstein. Warte. So. Oder auch nicht, sondern einfach nur einen guten Winkel. Schade. 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 Es wird klappen. Es muss klappen. Es muss von irgendwo hier muss es klappen. Schade, Mist. Ach, die Axt kommt noch zu blöd zurück. Bisschen weiter zurück. Yes. Okay, zu spät zurückgeholt. Hä? Jetzt. Das war das Rätsel, jetzt die Lösung, wieder der Winkel für die Axt. Hier. Da haben wir es doch. Die beiden begreifen, vor welcher Wahl sie in Freiheit stehen? Von welcher Wahl sprichst du? Der Lebenszyklus der Hoffnung. Um sie fortzupflanzen, müssen sie ihr Licht an ihre Kinder weihen. Und ohne Licht sterben sie. Ja, es ist wohl alles, worauf wir am Ende hoffen dürfen. Dass unser Tod einen Sinn hat. Dass wir durch unsere Kinder weiterkommen. Hätte ich noch eine Chance. Shit. Wüsste ich, was ich tun würde. Ja, ich überlege halt auch gerade, Freya. Ich wüsste auch gern, was ich tun würde. Wir müssen die Dinger hier wieder zur sensen. Ah, da hinten kommen wir nicht ran. Das wird extrem schwierig. Wenn wir jetzt von hier aus auch nicht weitergehen, ne? Wir haben nur diese zwei Punkte, diese zwei Spots, um das zu zersensen hier. Aber das hier kriegen wir doch hin. Okay, warum auch immer nicht?
Ist da ein drittes? Sorry, ich sehe da kein drittes. Dann müssen wir die alle auf einmal. Das wäre ja mies. Das ist auch nicht das Rätsels Lösung. Ach, kleines Hafkufer, wie? Shit. Shit, ich habe aber hier auch keinen Dämmerstein, irgendwie. Hier die zwei ist es ja nicht, ne? Und hier werden wir, da werden wir nie rankommen. Der Winkel, der wäre von da oben. Aber ist das nicht? Warte. Gut, fast geschafft. Nummer 1. Sehr schön. Brauchen wir jetzt hier irgendwas, dass wir an die rankommen? Okay. Wir müssen also wieder irgendwas suchen. Jetzt war die Sprosse da in der Mitte weg, ne? Habt ihr das gesehen? Okay, das ist weird. Zurück nach oben. Ja, ab geht er. Also, das war jetzt echt weird. Krass. Na gut, ab zurück nach oben. Müssen wir jetzt den gleichen Weg eigentlich zurück, wie wir jetzt hierher gekommen sind? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. So, einfach nur, weil wir es können. So. Gut, Freya, kommst du? Gehen wir mal wieder nach oben und schauen mal, ob uns nicht wieder auf dem Rückweg irgendwelche Alben den Weg versperren wollen. Ich würde halt gern wissen, warum die hier eingesperrt waren. Die Half-Goofas, ne? Ach so, nee, hier ging es dann nicht weiter. Ja, sorry. Nach oben müssen wir. So. Hier wieder durch. Perfekt. So, und dann hier lang. Genau, hier haben wir episch gefightet. Aber scheinbar kein Gegner mehr hier, der auf uns wartet oder lauert. So. Ab dafür. Bei der Dämmerstein, ne? Da dämmert's mir. Dann schön hier rüber. Und dann müssen wir hier nur die Ecke rum und darüber. So, nee, dahin nicht. Eigentlich dahin. Ja? Gut, das hat man alles. Nochmal kontrollieren, ne? Ob wir auch wirklich alles haben. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Wie eine Kiste zum Beispiel, ne? Oder ein Rätsel oder irgendein Mitbringsel. So. Und da war ja zu, ne? Das war ja das hier, Steinwand, wo wir rein sind.
Genau, es war einfach nur, das war einfach nur da. Wir haben Alfheims Gastfreundschaft wohl überstrapaziert. Mal wieder. So, schönes Kreuz. Keine Ratte, ey. Die habe ich gar nicht kommen sehen. So, Hafgufa. Dann hier schön außen rumklettern. Ab nach oben. Halt hier. Hier immer den weißen Linien folgen. So, passt wie ein Assassin's Creed, Assassin's Kratos. Und ab dafür. So. Wie lassen wir denn das kleine Baby jetzt hier frei? Oder ist es schon frei? Nein, 80 Meter in diese Richtung. Na dann, Hundis. Und hier müssen wir her, genau. So, und ab dafür. Komm schon! So, wo ist mein Baby? Da ist mein Baby. Wenn meine Geschichten kein Trost sind, tröstet dich vielleicht, dass du nur das Beste für deinen Sohn wolltest. Selbst diese Kreaturen wissen, Eltern bleibt kaum eine Wahl. Du bist nicht allein. Ist das schön. Und sie sind es auch nicht mehr. Ist das schön. Da hat sich doch die Länge der Folge richtig gelohnt hier, oder? Bedanken die sich auch noch? Das Lied der Sand. Oh, jetzt werde ich auch noch rührselig. Es ist wunderschön. Ja, das stimmt, Mimir. Jetzt geben sie ihr Licht weiter hier, schaut mal. Danke, Kratos. Dieses Land singt wieder. Wir haben hier Gutes getan. Wir haben hier sehr Gutes getan. Leute, ihr auch mit. Wir haben hier sehr Gutes getan. Mega. Wir bleiben doch noch, oder? Wer weiß, was uns in einem neu erleuchteten Ödland alles erwartet. Richtig. Das schauen wir in der nächsten Folge. Also dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob.